Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Irreversible Box von Nazar. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Irreversible von Nazar, das Ganze aus dem Jahr 2016. So sieht das aus. Wir haben hier eine schwarze Box mit goldenem und weißem Aufdruck. Wir haben hier in diesem Balken das Gesicht von Nazar, sehr heftig bemalt oder beleuchtet auch. Und dahinter so ein riesen Falter, so eine riesen Motte, die hier mit dem Gesicht relativ harmoniert, weil hier diese Nasenpartie natürlich sehr stark aussieht wie der Falter Rücken. Und dann hier auch die Augen als Flügelmuster passen würden, also ein sehr spannendes Bild im Gesamten. Zieht sich dann hier weiter runter, je nachdem wie man das interpretieren möchte. Sieht für mich ein bisschen so aus wie eine Röntgenansicht, also wie so eine Wirbelsäule oder irgendwie Rückenmark. Also sehr spannendes Cover, das verblasst dann hier so immer mehr im Schwarzen. Und dann haben wir hier den goldenen Schriftzug noch Nazar und darüber Irreversible. Unterseite schwarz. Auf der rechten Seite nochmal in goldener Schrift Irreversible, oben ebenso und auf der linken Seite nochmal. Es gibt ja auch einen Film zu dem Thema, also mit dem Titel Irreversible. Dann haben wir noch einen Barcode und die Credits. Weiß ich nicht, ob ihr den gesehen habt. Ich habe ihn damals gesehen, französische Produktion. Und Irreversible, soweit ich weiß, ist ja auch aus dem Französischen und heißt so viel wie unumkehrbar, unwiderruflich, also etwas, was sich nicht rückgängig machen lässt. Ist eine reguläre Clubbox. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben hier einmal die Fahne, dann das T-Shirt, 1, 2, 3 Sticker an der Zahl. Dann haben wir hier so einen Flyer mit einem Gewinnspiel. Ein Poster, DVD, Remix-EP und das Album im Digipack. Box von innen in schwarz gehalten und hier haben wir dann noch so einen Einleger, wo das Album drin platziert war. Das Ganze ist reingeklebt. Gehen die Box mal zur Seite. Und wie immer starten wir mit dem Album an sich. Also wie gesagt, wir haben es zu tun mit einem Digipack. Cover kennen wir bereits von der Box, wobei es natürlich hier etwas abgewandelt ist. Wir haben hier noch, also nicht nur die Augenpartie von Nazar, sondern wirklich den Hals und die Schultern dazu. Auch hier das restliche Gesicht und die Stirn, alles so wild bemalt. Sieht echt heftig aus. Und lesen wir noch Nazar. Auf der Seite lesen wir Nazar Irreversible und auf der Rückseite haben wir 18 Tracks an der Zahl. Von diesen 18 Tracks muss ich sagen, sind meine beiden Favoriten einmal Track Nummer 1, das Intro, und Track Nummer 9, C'est la vie. Wir haben Features von Mosh36 und Millionär, MAM, so ein Gesangsfeature, Sido und Kurdo. Barcode und Credits und dann geht das Ganze hier auf, auch hier wieder das Foto von der Box, Nazar mit diesem Falter. Dann haben wir hier links das Booklet stecken, sieht so aus, nur in dem Fall der goldene Balken mit Nazars Augenpartie, nochmals Nazar mit anderer Bemalung, sieht auch heftig aus. Wobei, ich gehe mal stark davon aus, es dürfte genau die, hier am Sticker oder hier am Cover haben wir es, es dürfte genau dieselbe Bemalung sein, nur eben hier anders belichtet. Ja, das dürfte 1:1 dasselbe Foto sein. Dann haben wir alle Tracks aufgelistet, inklusive die Info, wer daran beteiligt war. Kann man sich dann im Detail anschauen, wer wofür verantwortlich ist. Hier nochmals Nazar. Und Gold Nazar zu lesen.
relativ dünnes Booklet, aber schöne Fotos und die wichtigsten Infos natürlich enthalten. Und dann haben wir hier in der Mitte und rechts noch zwei Tonträger. Einmal CD Nummer 1, diese beinhaltet das Album an sich, Nazar Irreversibel. Sieht so aus, Rückseite glatt schwarz. Und dann haben wir natürlich noch CD 2 und diese beinhaltet die Instrumentals. Ebenfalls glatt schwarz auf der Rückseite. Das Ganze machen wir mal wieder zu. Dann haben wir die Remix-EP, diese so in gold-schwarz gehalten, Nazar Remix-EP Irreversibel. Es müssten 6 Tracks sein, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, jawohl, weil hier steht da noch Verlag. Also 6 Tracks an der Zahl. Das Intro in der Extended Version, Kalash Remix, Mein Viertel Remix mit Sido, Jönen Remix und Celavi Remix und Quadrat und Kreis Remix featuring MAM. Also einmal die Extended Version und dann noch 5 Remix-Versionen inklusive Instrumentals. Das freut mich sehr, dass man nicht nur die Remix-EP an sich hat, sondern zu diesen Remixes, je nachdem, dass man da auch noch die Instrumental-Version dazu hat. Die CD auch in Gold gehalten und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir die DVD, Nazar Films DVD Irreversibel. Nazar produziert ja Großteil oder wenn nicht sogar alle seine Videoclips nach wie vor selbst. Das eben über diese Firma Nazar Films. Das Ganze ab 16. Worum es jetzt hier geht, muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht sagen. Habe ich noch nicht reingesehen in die DVD. Aber es dürfte auf jeden Fall meines Wissens keine Tour-DVD sein, sondern es dürfte irgendein eigenes Filmprojekt geworden sein. Und es dürfte wohl etwas härter zur Sache gehen, sei es jetzt vom Inhalt, also von der Darstellung oder von dem Sprachgebrauch, denn sonst wäre hier wohl kein 16er. Gut, dann haben wir 3 Sticker an der Zahl, alle im Querformat. Einmal das Cover, hier Nazar mit diesem goldenen Balken über den Augen. Dann Nazar, der Schriftzug und dann La N Kids mit dem Logo. Die Sticker sind etwas speziell, denn die sind so ganz matt, also sieht eigentlich aus wie so Papier, aber es sind wirklich Sticker. Alle 3, wie gesagt, relativ düster gehalten in schwarz und im Querformat. Dann haben wir diesen Flyer, das ist mittlerweile aus, aber man konnte damals ein Wochenende mit Nazar gewinnen in London und ein Spiel des FC Chelsea anschauen, also live im Stadion an der Stamford Bridge, denn Nazar ja großer Chelsea-Fan. Hier waren die Teilnahmebedingungen, hier konnte man dann teilnehmen. Das war in dem Fall mein Gewinncode. Ich habe nicht gewonnen. Weiß ich gar nicht, ob es davon ein Video gibt, wer da das gewonnen hat. Müsste ich mal nachschauen. Dann haben wir ein Poster und eine Fahne. Wir fangen mal an mit dem Poster. Das Ganze im Hochformat. Und es ist ein Riesenposter, also es ist Format A1. So sieht das aus. Also hier Nazar, dürfte wohl dasselbe Fotoshooting gewesen sein, wie auch das Covershooting. Da ist dieses Foto dann entstanden. Nazar wieder mit dieser kryptischen Bemalung, Goldstreifen über den Augen. Und auch hier diese Röntgenversion. Das sieht mir sehr stark nach Wirbelsäule aus. Heftiges Bild auf jeden Fall. Rückseite blank, also das Poster einseitig bedruckt. Und eben, wie gesagt, im Hochformat. Dann haben wir noch eine Fahne. Hat man ja des Öfteren bei Nazar schon gehabt, dass er in seine Boxen eine Fahne gepackt hat. Und, jetzt habe ich es falsch rum, diese sieht so aus. Also erinnert natürlich etwas an die Fahne der USA vom Design her, mit den vielen Querbalken. Aber hier haben wir keine Sterne, sondern wir haben hier das Logo von La N Kids, also diese Sturmmaske, diese Sturmhaube, Skimaske mit den 2 Waffen. Dann haben wir hier auf der linken Seite 2 Löcher mit so Goldringen, dass man wirklich auch eine Schnur dadurch fädeln kann und das Ganze auffängen. Dann haben wir hier unten rechts den Nazar Schriftzug und auch rechts haben wir hier so goldene Ringe, das heißt, man könnte das Ganze auf dieser Seite aufhängen. Und jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier noch einen Zettel finden,
der uns Aufschluss gibt über das Material. Aber ich muss jetzt sagen, ich könnte hier... Nein, finde ich keinen. Also, es dürfte wohl Kunststoff, Polyester oder so sein. Das Ganze ohne Zettel, ohne weiteren Infos, wo das Ganze hergestellt wurde. Egal. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch ein T-Shirt. Dieses in Schwarz und Weiß. So sieht das Ganze aus. Also, wir haben hier ein schwarzes T-Shirt mit dem großen Aufdruck hier im Brustbereich. Mit diesem Logo wieder, das wir schon von der Fahne kennen. Und darüber der Schriftzug La N Kids. Rückseite blank, also kein Backprint. Aber hier haben wir wenigstens einen Zettel. Und wir haben es wie so oft zu tun mit einem Gildan Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das aussieht, das T-Shirt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier den großen Aufdruck, diese Sturmhaube mit den Gewehren auf der Stirn und darüber in dieser abgehackten Schrift La Hen Kids. So sieht das Ganze aus. Relativ schlicht gehalten in Schwarz und Weiß. Ich muss ehrlich sagen, ja, also es hat auf jeden Fall was. Es ist ein Blickfang, aber ich würde jetzt mit diesem T-Shirt ehrlich gesagt nicht rumlaufen, weil diese Sturmhaube, ich assoziiere die einfach mit so eher negativen Sachen, also mit Terrorismus und Extremismus. Also es ist nicht ganz so mein Motiv, aber es ist auf jeden Fall ein Eyecatcher. Also ich glaube, dass man mit dem T-Shirt auf jeden Fall auffällt. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann diese Fahne in Schwarz und Weiß, das Poster im Hochformat, Format A1, das Ganze einseitig bedruckt, dann dieser Flyer mit dem Gewinnspiel, 3 Sticker, allesamt im Querformat, die irreversibel DVD, die Remix EP, beides in der Papphülle und das Album an sich inklusive Instrumental Disc in dem Digipack. Das alles in dieser wunderbaren Box, irreversibel von Nazar. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze feiert, wenn ihr Nazar unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.